Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu World of Warcraft Reborn mit Draki als Chewbone und mit mich, dem Knochenkeile hier. Hallo. So, und mit Drakis singender Blume. Ja, meine singende Blume. Es ist immer total schön. Blut spritzt, Tod, Leid, Verderben und die Blume steht daneben. Weiß nicht, ob ich sie echt süß oder total beängstigend finde. Und sie denkt sich so, Blut, Blut, ich liebe Blut. Blut tut gut. Blut in der Suppe ist besser als Bier. Ja, ich glaube, ich muss weg. So, ey, ich muss echt bald mal zu einem, so ein bisschen zu einem Lehrer, zum Lehrer sage ich schon, zu einem, also Möglichkeit, meine Berufe hier mal auszuüben, ein bisschen verhütten zum Beispiel. Ich glaube, da kann ich echt gerade einiges machen. Oh ja, Kupfer, ach, ich kann echt gerade so richtig viel machen. Ah. Was suchen wir jetzt eigentlich? Wir sind immer noch dabei, die Quest von Hammett Messingberry zu machen, die Questreihe. Und müssen jetzt natürlich noch die Raptoren und die Panther vorantreiben. Ist man, wenn wir jetzt eine Herde Raptoren durchs Feld treiben würden, wären wir dann Raptor Boys? Girls? Ja, ich glaube. Weil Cowboys und Girls? Ich glaube, okay. Genau das. Ja, genau das wären wir. Wir wären Raptor Boys and Girls. Ich hab ja schon ein Pferd. Willst du mal gucken? Ja, warte mal. Ich töte gerade einen Krokilisken. Außerdem hast du auf jeden Fall ein Pferd auf dem Flur. So. Ah, guck mal. Ja, ein untotes Pferd. Das hast du auf jeden Fall nicht so gut gefüttert. Sieht doch total gut aus. So, mein kleiner Dschungelpirscher. Jetzt gibt's auf das die sieht Fresse. Sogar noch viel gesünder aus als Blue. Wow. So. Aber weißt du, was ich gleich mal machen werde? Ich werde uns gleich mal in die Gilde einladen. Das heißt, ich werde dich gleich in die Gilde einladen. Dann wirst du mich gleich in die Gilde einladen. Was, okay. Was sagst du dazu? Lass uns aber erstmal hier die ganze Questreihe beenden um Hammett Messingberry. Ist dir aufgefallen, dass die Raptoren unterschiedliche Farben haben? Ja, ist mir schon aufgefallen. Jetzt sind, wenn sie langsam so lila, die Dschungelpirscher. Die sind jetzt wesentlich dunkler. Ne, die ersten sahen eher so aus wie Zähnchen und dann ja. Die zweiten waren schon etwas orangiger und die hier sind... Oh, da können wir nochmal, da können wir sehen ein bisschen aus wie die Deviat-Raptoren, Entschuldigung. Kein Problem. Da können wir uns nochmal direkt die Geschichte erzählen, also uns und auch den Zuschauern, wie du in Classic zu deinem roten Durutar-Raptor gekommen bist. Das ist ein Bär. Ja, Draki wollte unbedingt einen roten Durutar-Raptor haben. Also Draki mag ja Raptoren als Pets bei Jägern, aber es musste ein Durutar-Raptor sein. Es musste wirklich, weil, warum musste es ein Durutar-Raptor sein? Das ist ein Bär. Draki. Weil ich ein getarnter Hordenagent bin. Nein, das ist ja nicht das ist ja nicht, das ist eher das Rollenspiel. Aber was ist denn die wahre Geschichte dahinter? Das ist ja eigentlich eine ziemlich coole Story. Okay, jetzt muss ich auch noch Draki-Stories erzählen. Also als Draki damals mit WoW angefangen hat, ist ja schon eine Weile her, hat sich Draki dafür entschieden, eine Jägerin zu werden. Und als Draki dann endlich Pets zähmen konnte, war das erste Pet, das sie sich gezähmt hat, ein roter Durutar-Raptor, den sie Doni genannt hat. Also musste auch ihr neues, erstes Pet, musste ein Durutar-Raptor werden. Und den musste man sich jetzt mal besorgen gehen. Jetzt war Draki früher Hordenspielerin. Und dementsprechend war es relativ leicht, an einen Raptor in Durutar ranzukommen. Man geht einfach nach Durutar und zähmt sich einen Raptor. Als Allianzspieler... In der Regel ist man da sowieso unterwegs, wenn man Troll oder Ork ist. Genau. Als Allianzspieler ist es ja nicht mehr ganz so einfach. Lass mich ganz kurz diese Quest vorlesen. Beherrschen der Raptorjagd. Bevor ihr zu Messingberrys Expedition zurückkehrt, müsst ihr das Unmögliche wagen. Macht Jagd auf den Raptor, den noch kein anderer Jäger fangen konnte. Dieses Tier ist unter dem Namen Tethys bekannt und versetzt die südöstlichen Gegenden des nördlichen Schlingdorntals in Angst und Schrecken. Die Kralle von Tethys
bei diesem Zwergenjäger abzuliefern, sollte Beweis genug sein, dass ihr kein gewöhnlicher Untoter seid. Dafür gibt es einen Ring, der mir nichts bringt. So, sehr schön. Genau, und deswegen war das Ganze ja nicht ganz unproblematisch. Und jetzt gehen wir hier lang und töten Raptoren und du kannst die Story weitererzählen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe dann gesagt, ja, ich glaube, ich fahre am besten ins Eschental und laufe dann übers Eschental runter nach Durotar. Das dürfte auch so ziemlich am schnellsten gehen. Woraufhin Yuga sagte, nee, das ist ein total doofer Weg, weil viel schneller geht's, wenn du über... Wie bin ich denn damals gefahren? Oder durch die Düstermarschen bin ich, glaube ich, durch. Denn du warst damals noch Level 10 oder 11 und das Eschental war mir zu gefährlich. Ja, super. Und das hat dann nämlich dazu geführt, dass ich dann durch die Düstermarschen gewandert bin, wo ich echt alle 50 Zentimeter getötet worden bin von irgendwas. Weil einfach mal in den Düstermarschen noch die Mobs noch viel heftiger und viel mehr an den Wegen unterwegs sind und auch über die Wege rüberlaufen. Und dann habe ich mich halt also da durchgestorben, stundenlang, um mir diesen Raptor zu holen. Und dann hatte ich ihn und dann bin ich nach Ironforge zurück. Ich war so happy. Und habe aber vergessen, dass ja das Pet-System in Classic noch ein bisschen anders funktioniert als dann später in Dingens, in 8.2. Und dass man sein Pet ja füttern muss. Also ich habe zwar schon gewusst, man muss es füttern, aber ich wusste nicht, wie zickig die Pets damals noch sein konnten. Ja, also ich habe mein Pet gefüttert, bis es so Sattheitsstufe zufrieden hatte und musste dann kurz weg. Ich war eine Viertelstunde AFK, dann gucke ich auf meinen Bildschirm, ist der Raptor weg. Man muss mir dazu sagen, dass den Raptor zu besorgen locker 2 Stunden gedauert hat, weil Draki echt immer wieder gestorben ist, ja. Weil der ganze Weg natürlich durchs auch dann durchs Brachland, Durotar, war natürlich mit den Friedhöfen, es war echt nicht schön durch die Düstermarschen und so, es hat echt lange gedauert und dann war der scheiß Raptor weg. Ich wollte quitten. Ich dachte wollte echt, das war's fürs Classic-Projekt. Ja, ich war echt so kurz davor, meinen Charakter zu löschen. Und dann sind wir später, haben wir den Stream angemacht und waren mit Gabby und Blackie unterwegs. Ja. Und dann sagt der Gabby, ja, dann lass uns doch durchs Eschental laufen. Und was soll ich euch sagen, Leute, wenn man übers Eschental nach Durotar läuft, läuft man total entspannt und unbehelligt innerhalb von 5 Minuten einmal quer durchs ganze Eschental. Dann gibt es noch einen kleinen Abschnitt Brachland und schwupp ist man in Durotar. Und hat seinen Durotar-Raptor. Ja. Ist schon mal 15 Minuten gedauert. Was soll ich sagen, Leute? Ich erkenne mich als schuldig. Ich habe... Ich bin schon im Gespräch mit einem Anwalt, wie hoch wir die Schadensersatzforderung ansetzen. Das Schmerzensgeld nicht zu vergessen. Ja, ich dachte mir auch, okay, hätte ich mal nichts gesagt. Wäre ich auf jeden Fall besser gefahren. Ja, das war die Story. Ja, ich auch. Es war die Story, aber es musste auch ein Durotar-Raptor sein. Ich habe ja auch andere Raptoren vorgeschlagen, aber nein, es musste ein Durotar-Raptor sein. War ja auch für den Rollenspieleffekt. Genau, denn das war ja so mein Argument, Draki davon zu überzeugen, Allianz zu spielen, ist ja, hey, wenn wir dann Allianz spielen, dann kannst du ja so tun, als seist du ein getarnter Hordler. Was heißt denn hier so tun? Oh, hier ist König Bangalasch, das ist dann der Panther-Boss, den wir gleich machen müssen. Ach so. Dann ist ja gut, dass ich ihn nicht jetzt schon gekillt habe. Ja. ja, ist auf jeden Fall ganz, ganz witzig gewesen. Wir müssen auf Respawn warten. Was? Warum? Hier ist doch gar keiner. Ja, ich weiß auch nicht. so. Weil kommt, das ist die ganze Zeit so entgegengelaufen, so aggressiv. Und eigentlich, ey, wir brauchen dich doch gar nicht, Bangalasch. Wir müssen mich erst noch 2, 3 von deinen Unterartgenossen töten und dann müssen wir dich töten. Nicht mal ein Panther, ne? Bitte? Sind nicht mal ein Panther, der Typ. Ja, das ist ein Superpanther. Ein genetisch manipulierter, überaus potenter Superpanther. So. Und jetzt. Weil ich muss ja sagen, ist gar nicht der, den wir. Nee, stimmt. Wir müssen Baktera. Der irgendwie klingt als. Egal. Ihr habt schon fast bewiesen, dass ihr die Kunst der Pantherjagd meisterlich versteht. Ein Panther jedoch hat sich bisher euch entzogen.
Es wird in Liedern von einem mächtigen Panther erzählt, der den Namen Baktera trägt. Ihr werdet ausprobieren, ob es euch mit euren Fähigkeiten gelingt, das große Tier zu erlegen. Machen wir. Nichts leichter als das. So. Wollen wir erstmal kurz Baktera hier? Bakira, Bashido? Ja, wir können hier Baktera machen und Tethys. Also Tethys sind beide jetzt ja hier in der Nähe. Und ach, stimmt ja, wir können ja mal unsere Mounts benutzen. Ich bin so nicht mehr gewohnt, einen Mount zu benutzen. Ja, das Lustige ist, in Classic würde ich andauernd aufmounten und jetzt, wo ich es könnte, vergesse ich es. Ja, wenn es überhaupt nicht mehr drin ist, aufzumounten. Weil Mount einfach sowas Prestige-Tolles ist in... Ich soll nochmal draufschlagen. Okay, ich habe nicht mehr draufgeschlagen. Wow, jetzt haben wir hier diese ganzen Panther am Arsch. Hey! Ja, also wie gesagt, so ein Reiten ist in Classic ja echt Prestige. Wobei es ja, schon... Prestige jetzt nicht, aber es ist wesentlich schwerer zu erreichen. Ja. Also ich finde es halt schon krass, dass wir schon Leute bei uns auf dem Server haben, die ihr Epic Mount haben, also das 1000 Gold Mount. Wobei ich da ja nicht so sicher bin, ob die... Nee, selbst als Paladin ist die Quest als Paladin oder Hexenmeister zum Epic Mount zu kommen, also wiegt sich mit den 1000 Gold auf. Also da musst du, das ist schon nichts, was du, also du bekommst es nicht gratis vom Lehrer, wie das Level 40 Mount. Hey, du bist Level 40 geworden, hier ein Pferd. Ja, ne, und alle anderen so, also bis auf Hexenmeister, nimm mein Erstgeborenes und mein Zweitgeborenes und meine Frau und meine Mutter und gib mir einen Mount. Und Paladine, okay, du hast ein Level abgemacht. Hier, Mount. Ja gut, ich glaube, du bezahlst auch ein paar Gold dafür. 10 Gold oder so. Ich glaube, das ist, aber trotzdem, ist nicht zu vergleichen mit denen, die es anders machen müssen. Deswegen sind ja auch so viele Hexenmeister und oder Paladine auf dem Server. Also ich finde, davon gibt es zurzeit wirklich sehr viele. Das kann sein, das habe ich so nicht beobachtet. Ich hab inzwischen echt ein Endsoft-Trauma. Immer wenn irgend so ein Hexenmeister seinen Lernwandler beschwört, denke ich so, Alter, Endsoft, such den Friseur. Ach nein, war er gar nicht. So, ja genau, aber ich glaube, gerade die Leute, die schon ihr Epic Mount haben, dann bin ich mir nicht so sicher, ob da nicht ein paar von denen das über zwielichtige Mittel erreicht haben, wenn du verstehst, was ich meine. Nein. So. Hä? Ja. Dir ist bewusst, dass ich gerade nicht auf meine Karte gucke, sondern dir einfach blind folge, ja? Ja, und mir ist auch bewusst, dass du gerade nicht direkt in dein Mikrofon sprichst. Ich mache Autoshot AFK Follow. Ja, ich habe gerade mit der Stirn an mein Mikrofon gelehnt. Achso. Ich frage einfach nicht mehr nach. Ich frage einfach nicht mehr nach. Ich rede mit meiner Blume. Ja, und klatsch mit der Stirn an der Mikrofon. Ich sehe, du bist einfach wie immer voll bei der Sache. Ich bin total am Start. Mann, ey. So, oh Gott, jetzt haben wir noch diese ganzen Mojoks hier. Aber wen finden wir jetzt hier eigentlich gerade? Weiß nicht. Baktera finden wir hier irgendwo. Das ist so ein bisschen Bakteras Jagdgebiet hier. Ich glaube, das war vorhin eigentlich eher so Glück, dass wir den Obertiger gefunden haben. Oh, ich muss mal wieder so, zurücklehnen. Oh. So. Warte mal. Lass mal woanders hingehen. Die Schatzkiste der Moshok müssen wir noch machen. Lass mal Tethys erstmal machen. Müssen wir hier so ein bisschen durch. Du bist sowieso gerade wieder ganz woanders. Ich gar nicht, die 3 Meter neben dir. Na gut. Okay, wenn ich ein bisschen rausgehe aus der Karte, bist du wirklich nur 3 Meter neben mir. Das stimmt. Bin ich so blöd. Manchmal bin ich wirklich blöd. Manchmal? Ja, immer. Ja. Nein, lauf nicht durch Schlingendontal, durchs Eschental. Das dauert viel zu lange.
Ja, da hast du jetzt wieder auf ewig dein Beispiel. Du lieferst mir auch genug nur andere. Aha. Dann Ali, drauf! Drauf! 2 Minuten später. Etwa im Lusch unterwegs hier. Wir haben doch Kriegsmodus aus, oder? Wir haben doch gar nicht. Ja klar, wir haben. Auch das ist wieder was, was man bei Draki erklären kann. Draki will immer unbedingt PvP-Modus anhaben, verstehe ich ja auch. Dann kriegt Draki aber von 2 Spielern aufs Maul, aber dann spielen die ja unfair und sind so doof und so blöd. Wenn die mich weit angreifen, dann sind die auch unfair. So. Schön weggeboxt. Voll mit einer Axt. Ist ja irgendeiner mit dem Flugmount? Ah ja. Der unerschrockene Slain ist über uns. Und verdunkelt die Sonne. Ist das der Typ, dem wir damals die Quest gegeben haben? Nein, das ist der. Nee, der ist doch tot. Stimmt ja. Der ist ja leider verstorben. Das fand ich mega, mega traurig. Ja. Vor allem, weil sein Mount jetzt ganz alleine ist. Ja, aber es hat zumindest ein Zuhause. Das stimmt. Boah, wo ist denn dieser blöde Raptor? Ah, da oben ist er. Wir sind nicht blöd. Wo ist denn dieser tolle Raptor? Der ist übrigens hier oben. Also bei mir. Arsch, wo bist du denn? Woanders? Ich habe halt versucht, um die Trolle drumherum zu laufen, weil sonst greifen die mich die ganze Zeit. Ach so. Mich hat keiner von denen angegriffen. Wahrscheinlich rieche ich noch nach Troll. Das kann sein. So, da vorne bist du, Tethys. Beim Teutethys, Tartis. Du, war der flach. Da habe ich richtig rausgehauen. Der ist schlecht. Hey, der war nicht schlecht, der war mega gut. Wie alle meine Witze. Alles immer erste Sahne und richtig originell. Alles feine Sahne? Alles feine Sahne hier. So, ich geh mal drauf. Ich mach auch nur Autoshot-Damage, bis du da bist. Tethys sieht schon cool aus, aber Tethys sieht dann echt aus wie so ein Deviant-Raptor. Ja. Ah, oh, stimmt, der hat echt ein schönes Design. Mal den ziehen. Theoretisch? Ja, oh Mann. Also hätte mich jetzt gewundert, wenn nicht. Ich hätte gedacht, der ist wesentlich exotisch. Aha, das ist Slain hier wieder. So, sehr schön. Dann kann ich noch ein bisschen Zinn abbauen, oder? Oh, ist das. Oh, Eisen. Es ist sogar Eisen da oben. Eisen-Popeisen. Ja. Ich hol das Eisen. Das Eisen. Popeisen. Und zack. Wenn ich mal in Minecraft so viel Glück hätte. Guck mal, eine Kochstelle. Oh, sehr schön. Oh, kochen mache ich ja in Classic. Muss ich auch als Schurke, denn ich brauche ja meinen Disteltee. Ey, du Raptor, geh weg von meinem, naja, Gold. Oh, Draki, ich habe Gold gefunden, wir sind reich. Wir müssen nie wieder arbeiten gehen. Ich habe Gold gefunden. So, hier, ordentlich zugelangt. Oh, Tethys ist respawned. Ja, und jagt mich gerade. Ey, ich will mein Gold. Alter Tethys, du. Kann ich nicht trotzdem mein Gold abbauen? Nein, schade. Wir sind ja schon da. Okay, gut, dann kann ich ja mein Gold abbauen. Gold! Gold! Bierlappen, ey. Was? Bierlappen, ey. Bierlappen? Ja. Gier dir gleich mal was hier. Ich gier dir alles weg. Achso. So, dann lass dann mal noch erstmal hier ordentlich draufhauen gehen bei Tethys. Drauf. So, Tethys ist down und schreit nochmal. Sehr gut. Und jetzt geben wir noch 2, 3 Sachen noch machen.
Wusstest du, dass ein cooles Feature, das jetzt... Sag, du willst nicht mal schnell noch die eine Quest machen. Oh, Gabby-Style. Ja. Ach, stimmt. Ach, wir können ja reiten. Ganz, ganz kurz. Und zwar ein cooles Feature, das jetzt mit 8.2.5 kommt, ist, dass man Quests wiederholen kann, um sie mit Freunden nochmal zu spielen. Finde ich ganz cool. Kriegst du dann auch Belohnung dafür oder ist das nur so... Das weiß ich nicht, da habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Wäre natürlich witzig. Wir müssen uns noch die Schatzkiste der Mojoks hier holen. Wäre natürlich ganz witzig. Wir plündern mal einfach den ihr Lager hier. Okay. Wenn man da auch was bekommt. Aber ich glaube, maximal Erfahrungspunkte und Gold kann ich mir vorstellen, weil es keine Items. Manche Items sind ja auch einzigartig anlegbar. Boah, hier der alte Caster-Fred hier im Hintergrund. Der kriegt jetzt erstmal richtig drauf. Hier, zack und zugeschlagen. Und nochmal eine nachgekellt hier mit dem Hammer. Und so. Der Typ schläft da. Der kriegt auch drauf hier. Der kriegt auch die Hucke vollgehauen. Die wird nicht gezündelt. Die wird gestorben. So, irgendwo ist hier so eine Vorratskiste, die wir gleich noch looten müssen. Okay. Was ist das wieder, eine Höhle? Lord, der Mosh-Ork. Den können wir auch nochmal töten hier. Ah, da hinten ist die Kiste. Wille der Verlassenen. Yeah. Stirb. Danke. So, wir stehlen die Kiste der Mosh-Orks. Der Mosh-Ochsen hier. Moschus-Ochsen. So, erstmal hier noch schön mal die Zinnader abbauen. Langsam level ich hier nämlich Draki hinterher. Boah, wie ich einfach heute zwei Level-Ups hinlege, krass. Cool. Ja gut, dafür, dass man hier halt bis 120 Level muss, geht es natürlich dann das einzelne Level auch ein bisschen schneller. Das wäre es ja echt zu krass einfach. Ja, ich würde sagen, wir machen nämlich jetzt hier die Runde Quests durch. Und danach checke ich, dass ich uns in die Gilde einlade. Okay. Da musst du mir dann gleich bei helfen. Okay. So, nee, das Ding hole ich jetzt nicht. Was haben wir da? Ich glaube, wir müssen in die Höhle da rein. Für das Gedankenauge. Ich glaube, das brauchen wir auch für die Quest hier, für unser kleines Raptörchen. Weiß okay, ich gehe schon. Da ist Draki gleich Feuer und Flamme, sehr gut. Wir müssen da in die Höhle. Oh, ich habe keine richtige Lust. Naja, aber es ist für die Quest für den Raptor, Draki. Höhle, alle tot. Ja. Draki. Bin schon mal vorgegangen. So, ich glaube zumindest. Den Weg gepflastert von Ogerleichen. So, schön unterbrochen hier den alten Oger. Oh, schön alles weggesemmelt hier. Ah, ich mag, dass das Classic so actionreich ist. Das ist total mein Ding. Meinst 8-2? Meine ich ja. Nee, Classic ist nicht actionreich. Classic ist dahingehend echt ein bisschen sehr, sehr lahm. Boah, hier, zack, der wird ordentlich drauf gedroschen hier. Weg mit euch. So, die Zinnader hier nehme ich auch noch mit. Ich nehme euch alles weg. Haben wir hier nicht schon mal drin? Da haben wir nur ein Déjà-vu von irgendeiner anderen Ogerhöhle. Ah, die Ogerhöhlen sehen doch alle gleich aus. Das ist ja so, im WoW sieht doch fast jede Höhle gleich aus. Boah, hier. Zap, zap, zap geht das nur. Und da gehen sie alle zu Boden. Sterben qualvolle Tode. Hier, du Zauberhanswurst. Zap, hier gibt's einen Schlag in die Fresse. Denkt er hier, er kann hier einen zaubern oder was? Wen haben wir hier? Noch so ein Schaman. Schamanorama, Baby. Jetzt geht's hier richtig los. Zack, und dann geht die Axt richtig schön rein in die Niere. Was? So ein paar Gewaltfantasien ausleben. Ja, ich merk schon. So, hier hinten, genau, da ist nämlich der alte Maisov. Es gibt übrigens Maisov und seinen Bruder Aprilsov. Oh. Alter, das war der beste Gag aller Zeiten, ja.
Boah, hier. Alter, stirb jetzt mal. Meine Procs sind echt gerade nicht die besten gewesen. So, Gedankenauge kannst du von ihm looten. Und ich gehe da hinten die Silberader abbauen. Gib mir das Silber, Pupilber. Hab's Gedankenauge, was machen wir jetzt? Raus hier wieder. Okay. Du hast das Gedankenauge, dann können wir jetzt raus. Vorne ist noch einmal zum Abbauen, noch einmal Zinn. Genau, du kümmerst dich um den Papa da und ich nehme ihn alles weg. Boah, hier richtig rangegangen. Und geexecuted. Ach, Boga wäre stolz auf mich. Hast du denn auch die Mischlings... Die Hamstring-Taktik? Ja, sag ich doch. Ach, Gabby, ey, mit seiner Hamstring-Taktik. Hat er wieder was, Boga. Was? Nee, die Hamstring-Taktik ist von Gabby. Jetzt hat er sich wieder aus irgendeinem Guide zurechtgelesen. Gabby ist halt so ein richtiger Nerd, so. Ja, Gabby und Blackie sind... Ich bin der Meinung, die Hamstring, das Hamstring-Dings kam von Nee, das war Gabby. 100 Pro, es war im ersten Stream gleich. Nee, weil wir spielen ja sehr in Classic sehr viel mit Gabby und Mitch zusammen. Das sind so Freunde von Gabby uns. Gabby und Blackie. Mit Gabby und Blackie. Mitch spielt auch noch mit. Aber nur ganz so einmal irgendwie. Blackie ist oft mit dabei und Gabby. Das sind halt so zwei Dudes, die kennen wir noch aus OFM-Zeiten. Also als Draki vor allem. Ich ja eher weniger. Ich war ja zum Schluss nur ganz kurz dabei. Aber Draki war ja damals ganz, ganz doll bei Outland FM mit dabei. Mhm. Bei Radio WoW-Szene. Und da haben wir damals Blackie und Gabby kennengelernt. Die beiden machen ja heute den Anime-Blog Nana One, für den Draki ja auch schreibt. Und deswegen haben wir auch viel zusammengespielt. Das ist eine witzige Truppe, finde ich. Wir ergänzen uns sehr gut in humoristischer Weise. Naja, so kann man es auch nennen. Wie würdest du es denn nennen? Ist halt alle gleich blöd. Ja, ja. Alles Blöde außer Mutti. Ja, alles Schlampe außer Mutti. Alle dämlich außer ich und alle Schlampen außer Mutti. So. So, irgendwo hier muss jetzt hier Buggy Dada sein. Ja, Buggy hier. Buggy the Bug. Bakteria hier. Bakterian. WTF. Es gab einen Dragon Ball Z-Charakter, der hieß Bakterian. Echt jetzt? Ja, nicht Dragon Ball Z, aus Dragon Ball der alten Serie. Da vorne ist er. Der war der Gegner von Krillin im ersten großen Dingsbums da. Wie ist dieser? Das große Turnier? Große Turnier meinst du? Genau. Und da war ein Gegner von Krillin, war Bakterian, der so gestunken hat, dass er damit schon alle seine Gegner besiegt hat. Aber Krillin hat keine Nase. Aber Krillin hat keine Nase. Und so konnte er ihn besiegen. So, Baktera. Baktera klingt für mich sehr nach Bagheera, finde ich. Ja. Kennst du Bagheera? Aus dem Dschungelbuch? Wer das Dschungelbuch noch nicht gesehen hat. Guck mal, große rote Leuchtespinne. Boah, der hält immer ganz schön was aus jetzt hier, der 41er. Oh, wir kriegen auch schon eine neue Quest. So, genau, Fangzahn vom Bakteria, dann gehen wir jetzt erstmal ab hier. Bei Olle Hammett. Ach nee, hier gehen wir nicht bei Hammett ab, hier geben wir ja ab für die anderen Quests. Oh yeah, so, schön zugelangt. So. Hörst du die auch, die Ja, ich höre das auch. Aber hier bekommen wir von ihm noch eine Queste. Machen wir mal gleich. Erstmal gehen wir hier oben abgeben. Ja, kriegen wir jetzt wieder Raptor-Jungs wieder? Ja, mich von Zulkan. Mambo in Zulmamwe. Die Schädelspalte. Ach, ist eine Quest, die wir kriegen.
Die Schädelspalter sind eine Schande für das ganze Trollreich. Ihre kindischen Zankereien mit den Blutskalpen haben das nördliche Schlingdorntal zerrissen. Während Stämme wie die Dunkelspeere und die Zandalari erblühen, kämpfen die Schädelspalter um Ruinen. Ich wurde ermächtigt, allen Söldnern eine Belohnung zu bezahlen, die bereit sind, den Schädelspaltern eine Lektion zu erteilen. Ich ermutige daher euch und alle, die ihr kennt, nach Sulmamwe im Süden zu reisen und ihrem abtrünnigen Stamm ein Ende zu setzen. Gibt's coole Schultern, die echt nach Clown-Outfit aussehen, aber besser sind als meine. Sandala für immer. So, Sandala für immer. So, was gibt's bei dir hier bei Kil'Kareel? Wenn es Nacht wird im Dschungel. Vor einem Jahr wurde meine Mutter, die Trollfrau, die mich großzog, von den Schädelspaltern Sulmamwes gefangen genommen. Jung und... Was ist denn los, Draki? Huch, nix, nee, ich bin an mein Mikrofon gestoßen, Entschuldigung. Also, jung und eigen wie ich war, machte ich mich auf, um sie zu retten, nur um zu sehen, wie sie von einem Dutzend Krieger auf eine riesige brennende Kohlenpfanne zugestoßen wurde. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah zu, wie sie packten und... Kil'Kareel senkt seinen Blick. Wenn es Nacht wird, wird das Licht der Kohlenpfannen von den Bäumen reflektiert und hält mich wach. Bitte, Knochenkeile, reist nach Süden nach Sulmamwe und löscht die Kohlenpfannen. Wow, das ist irgendwie, das ist... Mögen die Geister. Wow, das ist schon irgendwie krass jetzt gewesen. So, genau, die Kiste der Mosh-Ork. Skizi müht sich vergebens ab, den Kasten zu öffnen. Diese Oger wissen wirklich, wie man eine Schatztruhe verschließt. Ich sag euch was. Ein Kasten bringt mir nichts, Held. Wir müssen einen Weg finden, in diese Kiste hineinzufinden. Ja, Leute, wenn ich jetzt hier meinen schönen Schurken hätte, dann könnte ich ja einfach, zack, Schlösser knacken. Yay, geübtes Reiten. Sehr geil. Der Universalschlüssel. Wir brauchen etwas Stärkeres als eure fleischigen Hände. Und das hier, um das hier zu öffnen. Und die Trottel der Venture Company im Nordwesten haben möglicherweise genau das Richtige. Das letzte Mal, als ich da drüben war, sah ich Shredder herumlaufen, die riesige rotierende Klingen an ihren Händen hatten. Das wäre eine Möglichkeit, einen Kasten zu öffnen. Wenn ihr keine Shredder findet, könnt ihr auch die riesige Sägeklinge in ihrem Sägewerk am See ausprobieren. Bleibt sauber! So, dann können wir hier noch das beenden. Zack. Genau. Minenoperation der Venture Company darfst du gerne vorlesen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe irgendwie diese offene Kiste schon gehabt. Ja, ich irgendwie auch, keine Ahnung. So, was ist jetzt, Minenoperation, ne? Genau, aber ein bisschen näher ans Mikrofon, bitte. Entschuldigung. Mann, ich hasse die Venture Company. Sie haben eine ganze Reihe von Operationen überall im Schlingdorntal, die hart arbeitende Goblins wie mich davon abhalten, ehrliches Gold zu verdienen. Ja, genau. Goblins, ehrliches Gold. Mhm. Gold zu verdienen. Wie ich das mache? Durch Diebstahl. Die Geologen der Venture Company in der Nähe der Nazferitisees im Nordwesten sind sehr an diesen merkwürdigen blauen Kristallen interessiert, die sie in den Minen finden. Bringt mir Proben dieses Gesteins von ihrem Geologen. Mir ist egal, was ihr tun müsst, um sie zu erhalten. Schönen Tag auch. So, hinten gehen wir noch einmal ab. Ganz ruhig. Genau. Seid gegrüßt, Knochenkeile. Die Geister lobpreisen euren Mut, aber sie sagen mir nichts von eurem Kampf gegen Maisoff. Aha. Ihr habt das Auge geholt. Eure Macht ist der Stoff, aus dem Legenden sind, Knochenkeile. Und da ihr im Besitz des Auges seid, müsst ihr Maisoff besiegt und ihn in den Nether geschickt haben. Darum wollten die Geister zuvor nicht mit ihm sprechen. Es ist gut, dass er diese Welt des Fleisches und der Knochen verlassen hat. Aber nun, da er im Reich der Geister wandelt, fürchte ich, wird er dort erneut die Macht ergreifen. Aber darum sorge ich mich ein anderes Mal. Jennikus Rettung. Ach stimmt, ja, das ist ja die Jenniku-Quest-Reihe, die wir ja auch mal angefangen hatten.
Ich habe das Gedankenauge in einen Seelenedelstein umgeformt, somit hat er zweierlei Zwecke. Erst verwendet ihr ihn, um Yeniku zu betäuben, und sobald er betäubt ist, legt ihr den Seelenedelstein auf seinen Kopf, um seine Seele einzufangen. Meine anfänglichen Vermutungen waren korrekt. Die Geister sagen mir, dass Yeniku nicht bei Zanzil, dem Ausgestoßenen, ist, sondern in den Ruinen von Sulmamwe im Südwesten. Kehrt zu Nimboja in Gromgold zurück, sobald ihr Yenikus Seele befreit habt. Ja, also nach Sulmamwe führen echt viele Wege demnächst. Viele Wege führen nach Sulmamwe. Ja, oder zu Kilkaril, denn der hat auch noch Kozzels Vorhaben. Ich mag von den Dunkelspeeren abstammen, aber ich habe meine Kindheit hier im Schlingdorntal verbracht. Ich habe jedes Fleckchen des Schlingdorntals gesehen. Es gibt jedoch nichts Schlimmeres als die Zerstörung, die die Venture Company dem Flussbett zugefügt hat. Und es wird noch schlimmer, weil Großknecht Kozzel und seine Arbeiter ihre Aktivität gesteigert haben. Ich fürchte, sie haben etwas Neues vor. Schließt die Aufgabe ab, an der ich gescheitert bin. Knochenkeile, tötet Kozzel, nehmt seinen Schlüssel und stehlt die Blaupausen aus seinem Heim. Ja, die böse Venture Company, mit der bekommen wir es hier auch nochmal richtig zu tun. Über die haben wir auch schon ganz oft geredet, vor allem auch im Classic Let's Play. Und zwar sind das ja geldgierige Goblins, die die Natur schänden, um damit Geld zu verdienen. Ja, das müssen wir natürlich verhindern, aber nicht mehr heute. Jetzt gehen wir nämlich erstmal die ganzen Nessingberry Quests ab. Das ist echt schon dann Aufgabe genug und ich glaube danach lade ich uns noch in die Gilde ein und dann sind wir auch, glaube ich, für heute schon wieder durch mit der Folge. Ja, denke ich auch, weil ich bin jetzt langsam auch ein wenig ermattet. Ja. Ist ein guter Zeitpunkt, um den Weg ins Kuschelchen einzuschlagen. So, genau, da vorne geht's zum Olm Helmet. So, ich lasse jetzt hier die ganzen Adern mal alle liegen. Du bist schon Level 42, Kratz. Habe ich gar nicht gemerkt, dass du nochmal ein Level-Up gemacht hast. Ja, habe ich auch gerade erst vor 2 Sekunden. Ach so, na gut, dann erklärt es das natürlich. So, du kannst ja schon die ersten Quests vorlesen, die du gerade abgibst. Ich habe die jetzt schon alle abgegeben. Ach so, dann mache ich das gleich. Mal gucken, ob es da was Spannendes zum Vorlesen gibt, gerade bei diesen Töte 10 Panther und so Quests, und die waren ja nicht immer so spannend von Story her. So, ich bin jetzt auch gleich da. Ja, Level 40 hier, ne? In Classic habe ich es noch nicht geschafft, aber in 8.2 habe ich es geschafft. So. Ach, ich mag einfach das Schlingendorntal. Es ist absolut eins meiner Lieblingsgebiete, nach wie vor, und wird es auch immer sein. Ja. So. Wo fangen wir denn an? Erstmal mit dem Töten eines jungen Schlingendorntal-Tigers. So, da bist du ja. Drizzlik, was haben wir von dir gehabt? Zeit ist Geld. Ah genau, diese beiden Krokoliskenflossen. Diese Häute sollten genügen. Ihre Qualität ist nicht allzu wichtig, da sie ja nur die innere Schicht der Stiefel bilden. Aber sie sollten schon bequem sein. Wenn sie ein bisschen zu steif sind, verwende ich ein wenig Tigerblut, um sie aufzuweichen. Kleines Betriebsgeheimnis, versteht ihr? Gut, die Quest nehmen wir dann nächste Folge an. Ich glaube, das machen wir jetzt heute nicht mehr alles. So, Nessingberry Junior hebe ich mir noch auf. Erstmal gebe ich bei Ajak ab. Was kann ich für euch tun? Genau, das war Sindal. Äußerst beeindruckend, das muss ich schon sagen. Ihr seid wahrlich ein Meisterjäger, Knochenkeile. Seid vorsichtig. Wow, eine Aufwertung auf Blau. Sehr geil. Zack, blaue Armschienen rausgeholt. Sehr, sehr toll. Ja. 7 Stärke, 10 Ausdauer. Armschienen des Tigerwürgers. Ehre dem König. Freund. So, hier nochmal vom Baktera. Da gibt es einen Schild. Schild des Panthers. Vielen Für Dank. Die Allianz. Und dann nochmal. Genau, sehen. Die grünen Hügel. Ihr habt mir sicherlich viel Ärger erspart, Knochenkeile. Ich kann euch gar nicht genug danken. Es wird nicht mehr lange dauern
und wir werden das Buch von Meister Nessingberry in Bibliotheken überall auf der Welt finden können. Ich bin gespannt, ob das wirklich jemals passiert. Man sieht sich. So, und dann noch die Last Quest bei Hammett selbst. Wie geht's? Genau, Tethys. Genau, ist er auch froh. Es gibt einen tollen Ring. Ah ja, und jetzt müssen wir als nächstes nämlich Bangalash töten. Und bekommen dann richtig gute Items. Gut, die Quest lese ich aber auch nächste Folge vor. Das ist mir dann heute... ganz kurz, den einen Ring lege ich noch an. Was habe ich hier? 32, 39, 40. Zack, wird das so ausgetauscht. Jetzt sagt ihr mir wieder, dass der besser ist. Als der hier, oder was? Nee. Hä? Ich verstehe das manchmal nicht. Aber gut, wir lassen das jetzt einfach mal so. Ihr lieben Leute, ich würde sagen, ich logge ganz kurz um und dann kümmere ich mich darum, dass Draki und ich in die Gilde eingeladen werden. Ich frage mich, ob man, wenn man sich selbst in die Gilde einlädt, ob das da noch ohne Bestätigung mittlerweile geht. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich habe das nämlich schon seit Jahren nicht mehr probiert, sich selbst in seine eigene Gilde einzuladen, also mit einem Twink. Na, dann probier das mal. So, muss ich auf Yuga gehen. Wie gesagt, die Gilde ist noch mega im Aufbau. Erwartet jetzt nicht, dass hier krass was los ist. Naja, 24 Leute sind wir. Es gibt ein bisschen Gildenchat. Naja. So, Knochenkeile. Hat das funktioniert? Warte mal. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Gut, dann, wie heißt du eigentlich? Du heißt Chewbone. Chewbone, so. Hast du eine Einladung bekommen? Warte, habe ich. Na dann. So, ich mache dich auch direkt zum Offizier. Yep. Und dann kannst du mich jetzt gleich noch einladen. Sehr geil, dann haben wir nämlich auch dann Zugang zur Gildenbank und können über die Gildenbank auch reparieren. Alles besser, toller, schöner, schneller. Ach, wunderbar. So funktioniert das doch. Und ich muss uns noch einen schönen Gildenwams designen für die United Unicorns. So, Knochenkeile. So. So, Draki, du darfst mich einladen. Yay, Chewbone lädt euch in die Gilde ein. United Unicorns. Dankeschön. So, PvP-Talent. Was nehmen wir da noch? Todeswunsch klingt doch ganz nett. So, perfekt. Guti. Was ist das hier eigentlich für ein riesiger Vogel, der hier drauf grillt? Also den Hahn möchte ich mal sehen. Vor allem sieht das super pervers aus mit diesem Stock dann im Popo drin. Naja. Ihr lieben Leute, ich würde sagen, wir hauen uns hin. Sehen uns wieder in der nächsten Folge WoW Reborn. Dann werden wir es mit den Schädelspaltern aus Sulmamwe aufnehmen. Wir werden es der Venture Company zeigen. Und wir werden noch die letzte Aufgabe bei Hammett Nessingberry erledigen. Es gibt also einiges zu tun für uns hier im Schlingendorntal. Draki, ich würde sagen, es bleibt spannend. Ja! Und hier. Alles. Ja? Ich muss mir gerade Talent aussuchen. Ich bin gerade abgelenkt. Entschuldigung. Ja, merkt man auch. Hört man auch. Ja, Entschuldigung. Ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und gehabt euch wohl. Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge WoW Reborn. Bis dahin gehabt euch wohl und haut rein. BB, euer Hyuga. Und eure Draki. Und Beinchen und Zähnchen und die Singeblume. Haut rein. Ciao.